Okay, Bitches, es geht weiter. Wir sollten sofort ein Tor schießen, dann sehen wir weiter. Axel, jetzt da du wieder da bist, können wir unsere besten Spezialtechniken anwenden. Den Blitzausbruch. Du hast recht, den kann niemand aufhalten, nicht einmal Aliens. Wenn ihr drei eure Kräfte vereint und den Blitzausbruch verwendet, dann können wir gar nicht verlieren. Du sagst es, wir verlieren nie, auch nicht gegen Aliens. Wir geben die Hoffnung nicht auf, wir können dieses Spiel gewinnen. Also Leute, passt mir den Ball zu, wenn ich vor dem Tor stehe. Ich werde den Blitzeinbruch einleiten. Los Leute, jetzt werden wir das Blatt zu unseren Gunsten drehen. Das ist also ihr angebliches Stürmer-Ass, Axel Blaze. Was für eine hervorragende Gelegenheit. Wir werden erfahren, wozu die Menschheit mit ihm in der Lage ist. Okay. Ach, meine Werte sind so im Keller. Die Mauer. Diesmal werde ich ihn aufhalten. Mark, verwende die Heimelshand. Wenn ihr den Ball zu mir packt, dann kann ich den Platz auf. Okay. Mark verspürt einen Energieschub. Marks TP wurden vollständig aufgefüllt. Himmelshand. Ah! Huch, was ist hier los? Es sieht so aus, als würde er eine Art Energie aufbauen. Die Himmelshand. Oder hat's geschafft? Ich habe es geschafft. Du hast ihn also gehalten. Tja, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, nicht wahr? Das sagt ihr Erdlinge doch so, oder? Vielleicht könnte es mit euch doch noch ganz amüsant werden. Ich glaube, wir haben eine Chance. Ja, wir können es schaffen. Hier, Sharp. Geile Schuhe. Überlass das mir. Der Klang von Marks Stimme gibt Axel und Sharp neue Kraft. Gemeinsam können sie Jamies Abwehr durchbrechen. Verwende Axel und Sharp, um den Ball in... Ja, okay. Seid ihr bereit, Jiminy? Wir zeigen euch jetzt, wie man richtig Fußball spielt. Diese Technik kann gar nicht scheitern. Nehmt dies, Blitzausbruch. Ja, Energieschub. Jetzt kommt die Bellattacke. Boss-like. Was für ein mickriger Schuss war das denn? Wie? Er hat den Ball noch nicht mal angesehen. Sogar der Blitzausbruch hat nicht funktioniert. Das nennt ihr eine Spezialtechnik? Wer bringt Menschen wohl nicht zustande? Verflixt! Nein, Menschen können alles erreichen, was sie wollen. Mark, ihr wisst nicht, wann man aufgeben sollte, nicht wahr? Euer lächerlicher Optimismus bringt euch dem Untergang noch näher. Dass wir uns niemals schlagen geben, ist auch eine Art Spezialtechnik. Ach ja? Sharp hat recht, wir geben niemals auf, ganz egal wie schlimm die Dinge sind. Wir haben keine Angst vor euch, Aliens. Schwach und stur, ihr versetzt mich fortwährend in einen Meinst du, wir räumen einfach das Feld? Vergiss es! Wie gefällt euch das? Orkangrätsche! Oh, was? Unmöglich! Feuerdribbling! Jetzt! Er ist so schnell! Jetzt aber rasch! Die magische Hand! Wo ist der Ball? Das sind keine Menschen. Kein Mensch kann so Fußball spielen.
Das war Hammer, der Schuss. Mark, nein! Die Alice Akademie ließ uns keine Chance. Sogar mit Axel im Team konnten wir nicht ein einziges Tor schießen. Ein Spieler nach dem anderen wurde überwältigt. Wir konnten uns kaum bewegen. Es gab nichts, was wir tun konnten. Wir verloren das Spiel. Nein, das darf nicht sein. Hier ist es alles vorbei. Und nun, verabschiedet euch vor allem, vor all den hier. Das lasse ich nicht zu. Geh mir aus dem Weg, du Wurm. Warte. Mark! Nein, ich schaffe es nicht. Tu es. Nein, hört auf! Oder wir werden. Was sagt die Erdlinge in solcher Situation noch gleich? Hunde, die bellen, beißen nicht. Halt! Nein, nein! Nein! Opa, ich habe es nicht geschafft. Ich konnte sie nicht schlagen. Scheiße. Aber war mir schon klar, ich kenne ja den Anime. Kopf hoch, Mark. So schlimm ist es nicht. Ja, wir wurden nur verletzt, weil wir nicht genug trainiert haben. Genau. Lass uns direkt wieder trainieren, Captain. Los, auf. Autsch. Hör auf, Tim. Übertreib es nicht. Entschuldige, Captain. Ich bin einfach nur so frustriert. Wenn ich einfach nur stärker wäre, dann hätten wir nicht gegen Jiminy Storm verloren. Ich weiß, wie ihr euch alle fühlt, aber ihr müsst jetzt erstmal wieder gesund werden. Captain, keine Sorge, das war nicht unser letztes Spiel gegen die Aliens. Alles klar? Es tut mir leid, ich war einfach nicht gut genug. Habt ihr bemerkt, dass Alias noch nicht einmal Spezialtechnik gegen uns einsetzen musste? Stellt euch doch nochmal vor, wie schlimm es ausgegangen wäre, wenn sie ihre volle Kraft genutzt hätten. Wenn wir sie geschlagen hätten, hätten wir die Zerstörung der Umbrella Juniai verhindern können. Dann wären wir jetzt nicht in diesem Zustand. Du hast absolut recht. Nelly. Aber es geht nicht nur um die Umbrella Junior High. Im Moment ist die Alice Akademie dabei, Schulen im ganzen Land zu zerstören. Denkt ihr, das ist die richtige Zeit, um hier rumzustehen und eure Wunden zu lecken? Ihr müsst da jetzt raus. Rausgehen und Alice stoppen. Deswegen seid ihr hier, oder? Oder habt ihr etwa vergessen, dass ihr die Sieger der Football Frontier seid? Nelly. Du hast recht, los geht's! Lass uns... Mark, wer überanstrengt sich nur? Du bist verletzt, genau wie die anderen. Aber wir müssen weitermachen. Du hast recht, ihr müsst gehen. Trainer Hillmann, ihr müsst so schnell wie möglich all zum Fußballplatz der Raimund Junior kommen. Sonny wartet schon. Mein Vater wartet auf den Fußballplatz? Was hat das denn zu bedeuten? Vielleicht werden wir ein intensives Training für das nächste Match geben. Für das nächste Match gegen die Alias Academy absolvieren. Kannst du mal für 10 Sekunden an etwas anderes an Fußball denken, Mark? Sollen wir hier Wurzeln schlagen? Lass uns zum Fußballplatz gehen, Mark. Die Musik ist schon traurig. Ja, ihr seid... sehr traurig, ich kann das verstehen. Teamgeistpunkte, okay. Oh. Hey, wie geht's? Was nur mit Steve und den anderen passiert? Hoffentlich haben sie sich nicht so schlimm verletzt. Okay. Ich habe jetzt heute 6 Parts auf ein Stück aufgenommen. Heftig. Alfs Armband.
Was sollten wir nur tun jetzt? Ja. Sorgen mich um die nette alte Frau Sweet. Hoffentlich ist sie dabei. Ja, okay. Mark, du musst da eilen. Ja, und Geheimzahlen geht klar. Wie lange ist das nochmal? Ja, Skandal, ja. Ich habe gehört, dass Julia endlich aufgewacht ist. Ich kann es kaum erwarten, mit dir zu spielen, wenn es ihr wieder zu besser geht. Aber, diese Aliens haben mir ziemlich vor Angst gejagt, als sie aufgetaucht haben. Jetzt habe ich aber Rückenschmerzen. Ja, okay. Okay. Ich wusste es irgendwie. Okay. Aber ich kann nicht auf die andere Seite, das war mir irgendwie schon klar. Ja, sehr viele Verletzte, das war mir schon klar. Ja, alle sind verletzt. Und du? Raimon Junior, hi. Ja, klar. Oh, neue. Die Absetzfallen. Ob der schießen kann? Naja, mal sehen. Ja, er kann es. Vorwärts, Raimon! Stufe 6, glaube ich, werde sehr viel leveln gehen. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen jetzt mit der Story. Trainer Hillmann, Herr Geschäftsführer, Raimon, das wissen wir, Mark. Ihr habt keine Chance, die Aliens Akademie zu schlagen. Wir sind einfach noch nicht so weit. Ich glaube, dass überhaupt kein Team so weit ist. Was sollen wir tun, Vater? Wir können uns nicht einfach so geschlagen geben und nach Hause gehen. Und das werdet ihr auch nicht. Es gibt immer noch einen Weg. Es ist unsere einzige Chance. Ihr müsst die besten Fußballer finden und ein herausragendes Team aufstellen, welches Elias schlagen und uns alle retten kann. Ein herausragendes Team, das Elias schlagen kann und uns alle retten kann? Schüler Raimon Junior, hi, lasst mich euch zeigen, wonach ich die ganze Zeit gearbeitet habe. Woran ich die ganze Zeit gearbeitet habe. Eigentlich wollte ich die Fußballwelt von der dunklen Machenschaft vor Ray Dark schützen, aber ich habe mich entschieden, es euch zu geben. Nutzt auf euren Reisen, um das Team zu formen, das uns allen vor Alice befreit. Reise? Vater? Was meinst du denn damit? Ich präsentiere. Der Boden bewegt dich! Hey, was zum... Juhu! Da freut sich ja einer.
Was denkt ihr? Dies ist der neueste Teamzuwachs. Der Idosuma-Boss. Dieser Boss wird euch auf der Suche nach den ultimativen Spielern durch das ganze Land begleiten. Aber ich will jetzt auch trainieren gehen. So ist es, Mark. Deswegen könnt ihr jetzt auch keinen Gedanken an eine Niederlage gegen Alice verschwenden. Wow, eine Reise, um die ultimative Fußballmannschaft zu kommen, zu formeln. Da bin ich dabei. Einen Moment, wir sind alle Kinder. Wer wird den Bus fahren? Das ist eine gute Frage. Der einzige Erwachsene im Team ist Trainer Hillmann, aber... Das werde ich übernehmen. Ja, das war mir klar. Herr Veteran, geht es Ihnen besser? Ja, es tut zwar immer noch etwas weh, aber ich bin sicher, dass ich euch den Bus fahren kann. Super, dann können wir los. Lasst uns aufbrechen, Leute. Huch, was ist los mit euch? Captain, ich... Ist es nicht hier eine Nummer zu groß? Für uns, Mark? Die Daily's Academy ist viel besser als die Mannschaften, gegen die wir vorher angetreten sind. Sogar besser als die Royal Academy und die Soyuz Junior High. Was ist los mit euch allen? Haben wir uns nicht immer jeden, der gegen uns angetreten hat, gestellt? Sind wir nicht so dahin gekommen, wo wir jetzt heute sind? Trainer Hillmann, sagen Sie es ihm. Wenn wir zusammenkämpfen, gibt es niemanden, den wir nicht. Mark, ich muss dir etwas sagen. Ich fürchte, ich kann nicht mit euch mitkommen. Ihr werdet allein auf diese Reise gehen. Was? Alice ist für uns noch ein Rätsel. Wir wissen fast nichts über sie. Einfach blind in die Schlacht zu ziehen, wäre dumm. Trainer Hillmann und wird unter meinem Kommando Alice untersuchen und so viel wie möglich über sie herausfinden. Das ist wichtiger. Ich glaub's einfach nicht. Unser schrecklichster Gegner und wir haben nicht mal unseren Trainer bei uns. Aber wenn Trainer Hillmann nicht dabei ist, wer wird uns dann während des Spiels Anweisungen geben? Ich zum Beispiel. Er hat recht, wir können ein gutes Team zusammenstellen, aber ohne Trainer. Jämmerlich. Was seid ihr? Kleine Babys, die man bei allem an der Hand nehmen muss? Was ist das? Herr Geschäftsführer, ist das wirklich Japans stärkstes Team? Was? Wer ist sie? Weißt du etwas? Nein! Wer sind sie? Ab heute bin ich eure neue Trainerin. Ich heiße Lina Schiller. Aber Vater!